Im Leben gibt es genau zwei Arten von Schwierigkeiten. Die einen, die musst du erledigen und die anderen, die willst du erledigen, um dein Ziel zu erreichen. Was auch immer der Berg deiner Schwierigkeiten vor dir ist, ich zeige dir heute eine Methode, mit der du jede Schwierigkeit meistern wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern selbst auch Unternehmer und auch Gründer. Und daher weiß ich, wie es sich anfühlt, vor einem großen Berg von Schwierigkeiten zu stehen, wo man manchmal das Gefühl hat, alles hinwerfen zu wollen. Ich werde dir heute zwei Methoden vorstellen, mit der du jede Schwierigkeit meistern kannst. Die eine, die kennst du vielleicht, die Baby Steps, die besteht aus drei Schritten. Und auch die andere Methode besteht aus drei Schritten, die wird dir aber sehr wahrscheinlich noch unbekannt sein. Bei der Baby Steps Methode besteht der erste Schritt darin, die Liste der Aufgaben zur Überwindung der Schwierigkeiten niederzuschreiben und zu kategorisieren und dann zu identifizieren, was ist tatsächlich der nächste notwendige Schritt. Das bedeutet, wenn du in der Schwierigkeit 10 Projekte drin hast, in jedem Projekt 10 Aufgaben, hast du 100 Aufgaben, aber die musst du nicht alle heute, nicht morgen erledigen. Und vielleicht siehst du noch gar nicht ganz am Ende die Aufgaben 80 bis 100, die sind dir noch unbekannt, weil du zum ersten Mal diese Schwierigkeiten bewältigst. Du suchst dir nur die nächste notwendige Aufgabe raus und trägst die in deinem Terminkalender. Wenn du das gemacht hast, du hast also den Aufgabenberg sortiert, kategorisiert und du hast die nächste notwendige Aufgabe erledigt, dann suchst du als nächstes die zweite Aufgabe, nämlich das nächstmögliche aus. Du prüfst also alle Aufgaben nach den notwendigen, was die nächste mögliche Aufgabe ist, die du heute oder morgen mit deinen Ressourcen erledigen kannst. Und diese Schritte 1 und 2 erledigst du in dieser Baby-Steps-Methode immer wieder. Immer die nächste notwendige Aufgabe, dann die nächste mögliche, dann die nächste notwendige Aufgabe und die mögliche und die nächste notwendige und die mögliche. So lange, bis du eines Tages zurückguckst und feststellst, du hast das Unmögliche getan. Wenn du beispielsweise jetzt in der unüberwindbaren Situation einer Unternehmensgründung bist und du gar nicht weißt, was alle auf dich zukommt, dann ist der erste Schritt, dass du einfach mal Gedanken machst, was ist der nächste notwendige Schritt für deine Existenzgründung. Zum Beispiel informierst du dich, was du mit deinem Produkt und Dienstleistung am Markt anbieten willst und schaust einmal, was die Mitbewerber machen. Der nächste mögliche Schritt kann dann sein, dass du Gedanken um Zahlen machst. Welche Preise nehmen die Mitbewerber? Welche Preise willst du erzielen? Wie viel wird es dich kosten, das Produkt oder die Dienstleistung anzubieten? Welche allgemeinen Kosten hast du und welche Überschüsse bleiben übrig und nach Steuern, wovon kannst du dann leben? Und so arbeitest du dich von nächsten Schritt zu nächsten Schritt, bis du eines Tages deinen Finanzplan fertig hast, du hast deinen Businessplan fertig, du hast dein Marketingkonzept fertig, du weißt, wie dein Produkt, deine Firma, wie alles heißt und du hast sogar Fördermittel recherchiert, die dich unterstützen, dein Projekt zu starten. Und die zweite Methode heißt Milliardärsmethode, weil ein Journalist befragt worden ist nach seinem Geheimnis, nach seinem Erfolg. Und der Milliardär sagte, das kann ich in zwei Worten zusammenfassen. Gute Entscheidung. Darauf reagierte der Journalist ungläubig und sagte, ja, aber das kann doch nicht alles sein. Wie können gute Entscheidungen so einen Erfolg produzieren, den Sie erreicht haben? Was ist das Geheimnis von guten Entscheidungen? Und da überlegte der Milliardär kurz und sagte, nun, das kann ich in einem Wort zusammenfassen, was das Geheimnis von guten Entscheidungen ist. Dieses Wort heißt Erfahrungen. Daraufhin sagte der Journalist, aber wie genau kann ich jetzt Erfahrungen machen, die mich dann befähigen, gute Entscheidungen zu treffen? Was ist das Geheimnis von Erfahrungen, die einen Menschen gute Entscheidungen treffen lassen? Daraufhin sagte der Milliardär wieder, nun, das Geheimnis von Erfahrungen kann ich in zwei Worten zusammenfassen. Schlechte Entscheidung. Der Milliardär ist also der festen Überzeugung, dass wenn man schlechte Entscheidungen trifft, daraus lernen kann, Erfahrungen machen kann und gute Entscheidungen treffen kann. Die Herausforderung ist natürlich in unserem Land, dass das komplett gegen unser Schulsystem spricht. Denn wer in einem Schulsystem gut sein will und zur Prüfung antritt, zu den Klausuren antritt, zur Abiturprüfung antritt, der will natürlich alles richtig machen. Der will vorher lernen, um dann bei der Prüfung keine Fehler zu machen. Die Herausforderung nur als Unternehmer ist, als Gründer, dass die meisten gar keine Ahnung haben, erstens, wie Gründung, wie Unternehmensführung, Unternehmensaufbau gelingt. Und es gibt tatsächlich auch keine echte Schule, keine richtige Universität, wo man hingehen kann und sagen, also wenn ich da mit 1,0 abgeschlossen habe, ja dann bin ich ein guter Gründer, dann bin ich ein guter und ein erfolgreicher Unternehmer. Diese Schule gibt es nicht. Von daher bedeutet es also, jede Schwierigkeit zu meistern, den
Anspruch loszulassen, alles richtig machen zu wollen, gute Noten zu bekommen. Was denken die anderen von mir? Habe ich jetzt eine 1,0? Nein, der Unternehmer denkt ganz anders. Er kalkuliert ein, wenn er unbekannte Gebiete erkunden will und erobern will, ein Geschäft aufbauen will, ein Geschäftsführer noch nie war, dann weiß er, dass er Fehler machen wird. Aber das Entscheidende ist, durch diese schlechten Entscheidungen, die er trifft, überhaupt in einen Markt reinzugehen, macht er Erfahrungen. Er kriegt Feedback. Aus diesem Feedback kann er lernen. Er baut Lektionen oder Neudeutsch Learnings auf. Und aus diesen Learnings heraus erst ist er in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Daher hast du heute zwei Methoden. Die erste Methode hilft dir überhaupt, einen riesigen Stapel von Aufgaben und Schwierigkeiten in eine Reihenfolge zu bringen, indem du immer mit dem Notwendigen beginnst, dann das Mögliche machst und das immer wieder so lange wiederholst, bis du das Unmögliche getan hast. Und die zweite Methode soll dir einfach Mut geben, dich von dem Anspruch einfach befreien, dass wenn du etwas zum ersten Mal machst, zum ersten Mal beginnst, dass du es gleich alles richtig machst. Das schafft kein Unternehmer. Die guten und erfolgreichen Unternehmer sind erst gut und erfolgreich geworden. Sie haben aber am Anfang schlechte Entscheidungen getroffen. Die Entscheidung liegt aber bei dir, diesen Mut aufzubringen, dich mit schlechten Entscheidungen am Anfang auch abzufinden und nicht aufzugeben, sondern zu sagen, was kann ich daraus lernen? Was sind die Erfahrungen, die ich da gemacht habe? Welchen Mehrwert bringen sie mir, um das dann umzuwandeln in gute Entscheidungen? Die gute Nachricht dabei ist, so schnell würde ich keinen anderen überholen, der Angst hat, Fehler zu machen. Derjenige, der schnell erfolgreich werden will, darf schnell schlechte Entscheidungen treffen, Erfahrungen machen, Fehler machen, um daraus zu lernen und gute Entscheidungen zu treffen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, den großen Berg an Aufgaben, den du vielleicht als Gründer hast oder wenn du eine Wachstumsplanung, ein Wachstumsprojekt hast oder ein Unternehmen verkaufen willst, wenn du dabei Unterstützung brauchst, diesen Berg an Aufgaben zu sortieren oder auch den Mut aufzubringen und auch aus Abweichungen von deinen Plänen, die du dir gemacht hast, die Lektionen rauszunehmen, die dann für dich wertvolle Erfahrungen sind, um gute Entscheidungen zu treffen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir haben über 40 Experten, die dich begleiten können, egal wo du in Deutschland bist, weil wir über Videokonferenzen arbeiten oder du kommst in unser Beratungsbüro nach Berlin. Wenn du über weitere Videos informiert werden willst, dann lade ich dich ein, jetzt das Video mit Daumen hoch zu bewerten und den Kanal zu abonnieren. Und ich lade dich ein, noch heute anzufangen, deine Schwierigkeiten zu lösen, mit der Methode, das Unmögliche möglich zu machen. Und mit der Methode und mit der Erkenntnis, dass gute Entscheidungen erst möglich sind, nachdem du schlechte Entscheidungen getroffen hast, gelernt hast und dann besser wirst, um die Schwierigkeiten zu meistern.